Das Lambrechtshausener Dressage-Festival 2016, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat auch einige österreichischen Größen des Dressursports in Salzburger Flachgau geholt. Darunter auch Fixkraft, die Mitglied Christian Schumach. Christian, herzliches Gott hier in Lambrechtshausen. Ja, du hast ein Strahlen im Gesicht. Heute schon einmal zweit- und drittplatziert mit deinen beiden Pferden. Zufrieden gewesen mit der heutigen Leistung? Ich bin mit beiden Pferden wahnsinnig zufrieden. Die haben auch trotz dieser hochsommerlichen Temperaturen alles für mich gegeben und ich denke, wir konnten da ganz gut performen im Grand Prix, also jetzt im St. Georg. Ja, auf drei Plätzen wird geritten hier in Lambrechtshausen, eigentlich für einen obligatorischen Springstall etwas ganz Außergewöhnliches. Es sind auch zahlreiche Pferde gekommen, an die 250, international und national zusammengefasst. Wie siehst du das Turnier hier in Salzburg? Also besser als Reiter und als Trainer kann man es gar nicht haben. Ich habe auch noch ein drittes Pferd hier mit, das ich gestern in der nationalen Turnier Start gebracht habe, um einfach Erfahrung zu sammeln mit ihm. Von diesen Turnieren kann es hier ruhig mehrere geben. Wenn man so schaut, es sind Teilnehmer aus Russland da, aus Thailand, die Prinzessin von Thailand, aus Korea, aus Deutschland, Niederlanden. Also es haben schon einige hier den Weg gefunden. Ja, Gott sei Dank. Und ich denke, es wird sich sehr, sehr schnell herumsprechen, dass es ein tolles Turnier ist mit ganz tollen Bedingungen, mit einem Veranstalterteam, der sich um jedes Anliegen der Reiter und der Pferde kümmert. Und ich denke, da werden wir noch ganz, ganz Großes erwarten. Ja, du hast es angesprochen. Nächstes Jahr sind die offiziellen Europameisterschaften U25 geplant hier in Lambrechtshausen. Als Trainer, als Aktiver, der Weltmeisterschaften schon miterlebt hat, Europameisterschaften miterlebt hat, ist Lambrechtshausen überhaupt gerüstet, ein solches Event schon auszurichten? Auf jeden Fall. Das hat diese Veranstaltung hier einmal mehr bewiesen, dass das bewährte Veranstalterteam in Lambrechtshausen mit solchen Veranstaltungen ganz locker zurechtkommt. Ich freue mich auch sehr, dass ich nächstes Jahr um das Rennen der Teamplätze zwei sehr heiße Teamanwärter ins Rennen schicken kann, mit der Caro und mit dem Oliver Valenta, die beide im Junioren- und Jungen Reiterlager schon sehr erfolgreich waren. Und ich hoffe, dass ich mit beiden da nächstes Jahr nach Lambrechtshausen in der Funktion als Trainer wiederkommen kann. Ja, jetzt kommen wir zur Funktion als Aktiver. Morgen ist ja das große Finale. Wie sieht es aus, Christian Schumach, vielleicht ganz vorne wieder mitzusehen? Wir werden alles geben und es meinen Kollegen nicht ganz so einfach machen, zu gewinnen. Dann halten wir dir und deiner Familie, die du alle mitgebracht hast, toi 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 die Daumen. Danke.